Ein eigenes kleines neues Stadtviertel ist hier fast ja schon entstanden. Die ganzen Jagdhütten, die hier stehen, die unsere Leute mit den dringend benötigten Nahrungsmitteln versorgen sollen. Auch deshalb dringend benötigt, weil ich plötzlich ein weiches Herz gezeigt und eine große Gruppe Kinder hereingebeten habe in unsere Kolonie. Von unseren Scouts werden hier zurückgebracht. Kleine Racker, unnütze kleine Fresser, die nichts beitragen können zum Gemeinwohl, die uns auf der Tasche liegen wollen und werden und die wir durchfüttern müssen. Ich bin echt ein Weichherz. Was ist aus mir geworden? Anfang dieser Abenteuer hier, die wir erleben, da war ich noch ein... da hatte ich so ein hartes Herz. Da war ich so rüde, habe schwere Entscheidungen getroffen. Nicht schwer für mich, mir fielen die leicht, aber schwer für die Leute, die sie erleiden mussten. Hab Leute bei klirrender Kälte im Freien schlafen lassen, hab Zwangsarbeit verordnet und viele andere kleine fiese Späßchen gemacht, auf Kosten der Zufriedenheit, der Gesundheit und des Überlebens meiner Bürger. Und jetzt hole ich gleich so ein ganzes Rudel von Kindern hier rein. Unfassbar. Was ist aus mir geworden? Tief in der Nacht, 9:30, gleich 10 Uhr und einer unserer Scouts-Trupp kommt gleich auf der Weltkarte an. Bei dem Ort, wo wir einen Außenposten errichten wollen, um dort Holz zu sammeln. In wenigen Minuten ist es der Fall. Da ist der Posten jetzt da. Jetzt, ich weiß ja noch nicht genau, wie das mit den Außenposten funktioniert und hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich habe den erstmal erforscht, den Außenposten, und habe dann einen Scout-Trupp dorthin geschickt und bin mal sehr gespannt. Und stelle fest... So läuft's schon mal nicht. Er kann ja nichts machen, kann keinen Außenposten errichten. Muss anscheinend auch nicht vor Ort sein. Mich beschleicht ein Verdacht. Wir gehen mal rein in die Stadt und rein ins Baumenü. Schauen uns die Ressourcen an, da müsste das ja eigentlich sein. Stellen fest, nein, da ist kein Außenposten, den man errichten kann. Warum sollte man auch in der Stadt einen Außenposten bauen können? Ist ja irgendwie unlogisch, oder? Technologie? Oh oh. Außenpostendepot. Da ist es. Man kann nicht... Wer kommt denn? Da muss man erstmal drauf kommen. Wenn man einen Außenposten errichten will, dass man den nicht außen errichtet, sondern dass man dafür innen ein Gebäude errichten muss. Das ist ja nicht so unglaublich intuitiv erstmal. Also, es erlaubt uns, ein Außenposten-Team auszustatten und loszuschicken. Das ist eine permanenten Ressourcen-Außenposten weit weg von der Stadt. Mit einer Verbindung zu uns unterhalten kann. Kostet einmalig 25 Holz, 45 Stahl, haben wir beides. Oh, was ist denn das für ein gewaltiger Bauschatten? Na, das ist so eine Art Verbindungsbrücke von dem tiefen Krater raus. Und es gibt, schaut mal, es gibt nur zwei grüne Punkte, zwei Plätze, wo wir den hinstellen können. Das ist Platz Nummer 1. Und das ist Platz... Oh, schaut euch mal den Unterschied an. Das ist Platz Nummer 2 und hier steht... Hier würde das Gebäude, wenn es hierhin platziert wird, und es kann nur hierhin platziert werden, Ressourcen vernichten. Aha. Ja, warum soll ich es denn dann dort bauen? Dann doch lieber hier. Und hier werden keine Ressourcen vernichtet. Und was sind das für Ressourcen? Fragen über Fragen. Baue ich das Teil hier? Ja. Jetzt fehlt hier natürlich noch eine Straßenverbindung. Die setzen wir auch gleich mal. Holz. Ganz schön teuer. Achso, das Scout-Team wollen wir natürlich auch noch losschicken. Wohin jetzt? Zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 zu einer Kohlemine. Das ist immer gut. Da werden wir potenziell Kohle kriegen. Kohle brauchen wir immer. Und ein bisschen Rauch steigt über dieser kleinen Ansammlung von Gebäuden und windschiefen Turm. Und das hier? Da wissen wir nicht, was das ist. Gefrorene Bäume. Also potenziell bekommen wir da eher Holz und hier eher Kohle. So könnte man sich entscheiden. Man könnte sich auch fragen, wie weit geht die Karte? Ich kann nicht weiter rauscrollen hier im Süden als bis hierhin. Das heißt, es könnte sein, dass hier noch eine Restkarte ist und dass es dann wieder zurückgeht. Auch hier oben, ja, das sind so die Grenzen der Karten, wo man so scrollen kann. Also es scheint hier noch ein Gebiet zu sein, das man erkunden kann, wo nur irgendwas ist. Der Weg scheint hier rüber zu laufen. Hier links haben wir auch schon fast alles aufgedeckt. Also wenn wir das wirklich systematisch erforschen laufen wollen, dann laufe ich jetzt mal hier hin und dann hier weiter. Okay. Warum das der Scouts-Truppe Nummer 3 ist? Denn ihr hättet das ganze Let's Play gucken müssen.
Ihr habt ein paar Folgen überschlagen, deswegen, weil wir einen Scout-Trupp verloren haben und einen neuen errichten mussten. Wilden Bestien zum Opfer gefallen. Und genau, hier wird sofort gebaut. Die Leute laufen in Scharen. Guck mal, wie viele. Laufen in Scharen hier rüber, um die Straße zu bauen. Und dann hier das Gebäude zu errichten. Und es sind alles sogar Ingenieure, Fachkräfte. Sehr eifrig. Sehr, sehr eifrig. Hoffnung steigt. Also Hoffnung ist plus minus null, haben wir immerhin wieder geschafft. Dadurch werden sich nicht mehr Leute den Londonern anschließen. So, Scout Nummer 1. Trupp ist da. 35 Kinder. Und schon haben wir 7. 7 ohne Dach über dem Kopf. Eieieiei, das wird Unzufriedenheit schüren. Kriegen wir so schnell noch eine Schlafbaracke gebaut? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist aber doof. Wir werden es versuchen. Aber wo? Wir haben jetzt ja hier so ganze Schlafviertel, Wohnviertel hier errichtet. Die alle dicht nebeneinander liegen. Sollte auf jeden Fall in der Nähe eines Wachturms liegen. Hier. Oder hier. Hier wird es ein bisschen kälter. Sollte aber machbar sein. Ich baue das mal ganz an den Rand und hoffe, dass wir mehrere dann nebeneinander quetschen können. Hoffentlich klappt das. Ja. Es reicht, wenn ein Zipfelchen davon dabei ist. Jetzt will ich mal ganz, ganz stark hoffen, dass das diese Nacht noch gebaut wird. Sonst haben wir nachher wieder ein Zufriedenheitsproblem. Pardon, ein Hoffnungsproblem. Kommen Bauarbeiter, bitte, 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 bitte. Nein! Niemand kommt! Niemand! Niente! Haben wir hier eine Straße gebaut? Die Straße ist auch nicht da. Moment, was mache ich denn hier gerade falsch? Straße bauen. So, jetzt klappt's. Sehr seltsam. Also wenn das hier eventuell ressourcenmäßig mal irgendwann anschließen. Hier kommen nachher wahrscheinlich noch mehr hin. Noch mehr Baracken. Also ziehen wir eine Straße hier hin und dann von hier nach dort. Bitte, 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 bitte. Bitte Arbeiter kommen. Keiner. Was machen die Kinderchen? 7 von denen. Ich glaube, es kann sein, dass wir am nächsten Morgen einen kleinen Trupp Kinder, kleiner, gieriger Mäuler weniger am durchfüttern müssen, dass da ein paar sterben werden in der Nacht, weil der Captain der Siedlung nicht vorbeugend genug eine Baracke mehr gebaut hat. Autsch. Unser Scout-Trupp wartet derweil und kann wieder zurückgeschickt werden. Den schicken wir jetzt hier hinten hin. Eine Kolonie. Da laufen wir hin. Und das hier ist. Wir laufen hier an den Rand hin. Das will ich wissen. Da scheint eine Kolonie zu sein mit einer Mauer drumherum. Gut bewacht, aber ohne Lebenszeichen. Stand im Text. Hier kommt nochmal ein Trupp Arbeiter gleich an. Allerdings in 10 Stunden erst. Und die können aber wirklich arbeiten. 26 Arbeiter und 18 Ingenieure. Zwei Leute, die im Augenblick nicht behandelt werden. Und 7, die in medizinischer Behandlung sind. Und hier entsteht dieses... Ist das Teil schon fertig? Nein. Wird aber schnell gebaut. Ich scroll mal ein bisschen raus. Hier hängt der Aufklärungsballon in der Luft. Gleich wird es uns bitterkalt werden. Mit Anbruch des neuen Tages werden die Temperaturen nochmal um 10 Grad absacken. Straße wurde gebaut, aus Holzplanken in die Wildnis gelegt.
Flugzeuge scheppern im Hintergrund. Leider nicht. 5 Uhr morgen, gleich wird's kalt. Und die Frage für uns, wer arbeitet gleich wo? Der Automat stapft hin und her. Ich frag mich, sagt sich Nora, ob unser Captain überhaupt einen Plan hat. Werden wir überleben, fragt sich Victor. Was sollen wir tun? Sollen wir uns in London anschließen oder nicht? Plus minus null, die Tendenz der Menschen. 6.11 Uhr. Der holt sich eine frische Wärme ab, der Automat. Das Gebäude ist immer noch nicht fertig. Oh. Ach, also doch, hier müssen Arbeiter rein. Nein. Nein. Nur nochmal Bauarbeiter. Temperaturen sinken. Schaut mal da oben. Auf 40 Grad. Jetzt wird's kalt. Das sieht dann so aus. Alles ist chilly. Chilly ist okay, aber es darf nicht cold werden. Hier ist es zum Teil cold. Da müssen wir also ein paar Sachen anschmeißen. Schauen wir uns aber der Reihe nach alles an. Wollen wir erstmal die Arbeiter verteilen? Okay. Wir gehen erstmal in die, wir gucken uns die Jagdhütten an und schauen mal, ob die Leute sofort mit anpacken können. Die kommen noch zurück. Die kommen noch zurück. Die sind schon da. Wir haben auch 110 Rawfood jetzt. Das ist super. Die sind auch schon da. Hier die ebenfalls. Das hier ist eine Sägemühle. Wir haben noch einen hier. Auch schon alles zurückgebracht. Klasse. Ich neige sogar dazu, den abzureißen und stattdessen hier gleich die Schlafbaracke zu bauen. Ja. Wir haben jetzt wirklich, das ist Quatsch. Das Teil muss eben sowieso nicht geheizt werden. Steht in der Nähe des Generators. Das ist Unfug. Das heißt, das reißen wir jetzt sofort ab. Und dann schauen wir uns den Pub noch an. So. Jetzt haben wir genug freie Arbeitskräfte, um einiges zu reißen. Unser Automat, der arbeitet in einem der beiden Stahlwerke, ist aber im Moment in der Mitte und kann von da aus, hier steht er, jederzeit irgendwo überall hinlaufen. Wir gucken mal, ob der Kohlestapel so groß ist, dass wir den nur 95, nein, da müssen wir ihn nicht hinschicken. Also ich denke, wir können den weiter hier Stahl sammeln lassen, weil Stahl haben wir grundsätzlich immer zu wenig. Hier arbeiten normalerweise 10 Arbeitskräfte, ne? 10. Alternative wäre, hier, obwohl hier arbeiten auch 10. Der ersetzt überall nur 10. Mir fällt kein Gebäude gerade ein, wo 15 arbeiten, außer an der Jagdhütte, aber da können wir ihn ohnehin nicht einsetzen. Also wir lassen ihn weiter im Stahlwerk. Der Kohlethumper, den füllen wir mit Menschen, mit 10 Arbeitern. Dann haben wir hier noch die Sammelgebäude, 10 Ingenieure. 10 Ingenieure. Das ist soweit okay. Dann haben wir noch, achso, ich überlege mal, ob wir den Kohlethumper. Ne, bis hierhin kommt die Wärme eh nicht. Also, dann müssen wir nachher noch eine Baracke bauen. Also 10 Arbeiter würde ich gerne zurücklassen, damit wir immer so ein bisschen noch bauen können, damit das schnell geht. Und, hier haben wir die Sägemühlen. Also, das hier wird ja noch immer gebaut. Da sind 10 Ingenieure beschäftigt. Gehen wir mal eine Reihe nach vor und beginnen wir, wie so oft schon, am Beacon, an unserem Ballon. Alle Arbeitsplätze, im Großen und Ganzen sind die Arbeitsplätze belegt. Wir müssen die Küche voll machen. Stecken wir 5 Ingenieure rein. Die haben uns da schön warm. Was hier leer steht, ist der Pub. Den brauchen wir nicht. Die Medizinstationen sind auch alle ausgefüllt. Da wird ein Haus abgerissen. Alles gut. 50 Leute haben wir jetzt. Damit können wir eigentlich alle Ressourcenbetriebe füllen. Wir können hier die Sägemühle voll machen. Wir können
zweite Stahlwerk voll machen. Natürlich überall mit dem Heater an. So weit draußen, da ist sonst einfach zu kalt. Wir haben hier eine Sägemühle, die schmeißen wir ebenfalls an mit 10 Arbeitern. Alles gut. Wir haben jetzt alles ausgefüllt und haben immer noch 20 Leute zurück, mit denen wir gut Bauarbeiten durchführen können. Das sieht doch ordentlich aus. Sieht sehr ordentlich aus. Jetzt gucken wir die Heater uns noch an. Und stellen fest... Ich lasse mal weiterlaufen. Ja, ich denke, mit denen müssen wir anschmeißen. Der ist schon an. Oh ja, hier auch. Come, lads. We must work harder. Das geht ins Geld. In die Kohle. Ich mach mal was anderes. Ich stopp mal. Mach hier stattdessen den Zweierbereich an. So, jetzt wird es wieder ordentlich warm. Und jetzt kann man tatsächlich das hier wieder ausmachen. Jedes Mal, also dadurch haben wir jetzt plus 6 mehr. Aber wir geben jeweils einen Heater auf. Sollte plus minus 0 sein. Das sieht so aus, dass es okay ist. Die Sägemühle haben wir noch nicht mit Arbeitern gefüllt. Wir haben 20 Arbeiter übrig. Braucht der Außenposten? Hier links. Braucht der aber... Pardon. Ach. Wo ist er denn? Noch nicht zu Ende gebaut. Braucht der Arbeiter? Wir wissen es nicht. Ich glaube eher nicht. Da können wir ja die Sägemühle auch noch voll machen. Die war bei den Jagdhütten. Also hier. Jetzt haben wir noch 10 Arbeiter übrig. Müssen wir jede Menge Schlafbaracken noch bauen und wir werden gleich noch einen dicken Schub Arbeiter dazu bekommen. Ich baue mal eine... So, wir haben eben einen Abriss durchgeführt von... Hier haben wir eine Jagdhütte weggemacht. Da können wir hier noch eine Schlafbaracke bauen. Und ist auch in der Reichweite unseres Towers. Das ist soweit gut. So nicht mehr, so ist sie in Reichweite. Straßenverbindung ist im Augenblick Pardon, ist im Augenblick nicht gegeben. Jetzt aber. Dann wollen wir noch eine... Ja, wir warten ab mit dem Bau weiter Schlafbaracken, bis die Arbeiter angekommen sind. Die sind in 2,5 Stunden da. Wir haben... Ah, das ist gut. Factories erforscht. Das ist sehr, sehr schön. Wollen wir mal schauen, wo wir die bauen können. Hier. 30 Holz, 1 Steam Core. Davon haben wir Gott sei Dank 9 Stück mittlerweile und 15 Stahl. Das klappt alles zauberhaft. Wir warten aber mit allen weiteren Baumaßnahmen, bis die Arbeiter zurück sind. Die sind ja gleich da. Die können dann hier sofort bauen. Was wir schon mal machen können, ist uns um die nächste Forschung kümmern. Wir haben ja eine 24-Stunden-Schicht. Medizin könnten wir verbessern. Geringfügig schnellere Forschung ist jetzt nicht so doll. Also Heilung 10% schneller, aber ist auch die... das ist der... Das Tor dafür, dass wir weitere Forschungen freischalten können im Bereich der Medizin und der Gesundheit.
Insofern kommen wir darum irgendwann nicht drumrum. Mit Hunting Tactics können wir dafür sorgen, dass wir weniger Bürger einsetzen müssen in den normalen Jagdhütten, also nicht in den fliegenden Jagdhütten. Die können wir upgraden später, die einfachen Hütten nicht. Insofern wäre das mehr so ein Notbehelf. Wir brauchen noch zwei weitere Technologiestufen, das wird eine Weile dauern, bis wir die Flying Hunters upgraden können. Das wäre also so eine Zwischentechnologie quasi. Dann ist natürlich alles interessant im Bereich Ressourcen. Wir könnten das Sägemehl-Update machen, das Sägemühlen-Update. Wir haben allerdings schon den Außenposten, aber das geht schnell und kostet nur 10 Stahl. Also dauert genauso schnell wie das andere, aber bringt uns sofort ordentlich Holz. Dann könnten wir auch das hier machen. Das würde für mehr Isolation sorgen in unseren Sammelstationen. Wir setzen hier auf Kohle sammeln. Auch hier, dann wäre hier eine Alternative, noch mehr Kohle sammeln, indem wir hier den Steam Coal Thumper machen. Der erzeugt 1120 Kohle an einem Standardarbeitstag und der hier etwa nur die Hälfte. Genau die Hälfte, den wir im Augenblick haben. Das ist schon immens. Wir schauen uns mal den Kohleverbrauch an, den wir im Augenblick haben. Wir erzeugen 524, wenn alles perfekt läuft, und verbrauchen nur 372. Also, das ist also nicht zwingend. Nächste Temperaturstürze sind hier oben in der Wetterleiste nicht prophezeit. Das heißt, wir können bei der Forschung sind wir jetzt nicht so extrem unter Druck und können problemlos auf das Sommel-Upgrade gehen, das uns immer helfen wird und das preiswert ist. Alles klar. Forschung läuft. Wir warten, bis unsere Flüchtlinge zurückkommen. In 2 Stunden ist es der Fall. Checken nochmal die Kälte. Oh, das ist ein Gebäude, das Schweine... Oh, das ist zu kalt. Hier arbeitet auch keiner. Doch. Wieso arbeitet hier keiner? Hier sind doch 10 Ingenieure eingeteilt. Hier sind die Ingenieure. Hier wird die Kohle gewonnen. Achso, ich habe keine Arbeiter. Doch, hier sind doch 10 Arbeiter. Die kommen wahrscheinlich noch zur Arbeit. Und deshalb ist es auch noch so kalt, weil das nur funktioniert, dass die sind vermutlich im Bau. Hier ist Chili. Jetzt ist es auch Chili und jetzt sind die Arbeiter auch da. Das ist nur ein temporäres Problem. 45 Minuten noch, bis unsere Flüchtlinge angekommen sind. Halbe Stunde jetzt noch. Und sobald die da sind, können wir die Guard Stations bauen und wir müssen für die Schlafbaracken bauen und wir müssen Fabriken bauen. Bisschen viel des Guten. Jetzt sind sie da und wir haben sofort 30 Obdachlose. Puh. Viel zu bauen, 53 Arbeitskräfte aber, die da stemmen können. Das heißt, wir haben viele Ressourcen, wir haben viel Holz, wir haben viel Stahl. Das heißt, wir werden zu Beginn der nächsten Folge ein riesen Bauprogramm auflegen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mitmachen. Legt den Mantel ab, krempelt die Ärmel hoch. Frische Luft hier, ein bisschen kühl. Guter Anlass vielleicht, um sich ein bisschen dadurch warm zu machen, dass man zur Schaufel packt zum Hammer. Und drauf und loslegt. Jede helfende Hand ist herzlich willkommen. Bis bald. Ich erwarte euch hier in unserer Stadt, in der klirrenden Kälte, bei der Arbeit.